an alle Schulgründer. Wir haben ja die solide Schule Zelle gegründet und zwar. Weshalb ist das so wichtig? Das ist ein Nachtrag jetzt aus dem Buch IQ ist nichts, Unbildung alles, was ich geschrieben habe. Und zwar bin ich im letzten Kapitel darauf eingegangen, auf rund 17 bis 20 Seiten, je nach Ausführung des Buches, wie kann man die Schule gründen mit allen Gesetzesvarianten, was man beachten muss und so weiter und so fort. Wir hatten ja ursprünglich nur vorgesehen, durch den Bund für Geistesfreiheit eine Körperschaft des öffentlichen Rechts auch hier in Zelle zu gründen. Leider dauert die Eintragung weit über ein halbes Jahr. Und um in der Zeit handlungsfähig zu bleiben, haben wir Folgendes gemacht. Wir haben einen Förderverein und einen Trägerverein für die solide Schule gegründet, sodass wir handlungsfähig sind. Handlungsfähig, weshalb gründet man solche Vereine? Damit man auch der Haftung aus dem Weg geht. Also wenn ich das jetzt ganz alleine gemacht hätte und es geht irgendwas schief, dann hafte ich komplett. Ein Verein haftet nur so weit, wie es im Vereinsrecht möglich ist. Deswegen haben wir sicherheitshalber jetzt, um handlungsfähig jetzt schon zu sein, diese beiden Vereine gegründet. Und zwar, heute kam es in der Zellischen Zeitung, das habe ich schnell mal fotografiert, und zwar ist der Verein komplett eingetragen. Und ich werde dann hier noch verlinken. Zum Schluss werde ich das, oder am besten in der unten in der Videobeschreibung, das geht am allereinfachsten, werde ich auch zum Beispiel diese Seite verlinken. Zum Beispiel, weil es noch mehrere Seiten gibt, aber die zeigt es am schnellsten. Companyhouse.de. Wenn ich da im Suchfeld eingebe, Förderverein der soliden Schule, dann findet es die Seite sofort. Aber wenn ich jetzt nur Schule Zelle eingebe, dann finde ich beide Vereine. Also man kann auch was ganz anderes eingeben. Nehmen wir mal an, ich gebe nur das Wort Zelle ein. Mal sehen, was dann passiert, was er mir dann vorschlägt. Ja, ne, Zelle 1, GmbH und so weiter und so fort. Da kommt alles Mögliche. Und dann findet man es nicht so schnell. Also wenn ich jetzt nochmal Schule dazu schreibe, mal sehen, was dann passiert. Naja, na doch, dann ne, ein Leerzeichen dahinter eingeben, dann klappt das auch und dann kommt man auf diese beiden Seiten und dann sieht man auch, dass wir eingetragen sind. Jetzt fehlt es noch vom Finanzamt, dass die uns bestätigt haben, okay, ihr seid mit beiden Vereinen noch gemeinnützig und ja, das muss man dann noch entsprechend machen. Also ich werde dann auch die Satzungen beider Vereine logischerweise veröffentlichen, logischerweise auf der Seite der soliden Schule, logischerweise, weil das jeder wissen muss, der dem Verein auch beitreten möchte oder uns unterstützen möchte. Also der Trägerverein ist der, der letzten Endes das Wirtschaftliche alles in Gang hält, so kann man es mal ganz grob sagen. Und der Förderverein ist das, der Verein, der Gelder einnimmt. Gelder, womit man die ersten 3 Jahre auf jeden Fall erstmal, die man braucht, damit man die ersten 3 Jahre übersteht, denn erst danach setzt in Niedersachsen zum Beispiel, ist es so, nach 3 Jahren erst die staatliche Förderung ein, die dann wirklich auch ja, so viel Geld reinbringt, dass alles bezahlt werden kann. Auch ohne Schulgeld. Sodass wir uns dann leisten können, zwar Schulgeld zu kassieren, aber als Stipendium für wirklich gute Schüler zurückzugeben. Die Seite der soliden Schule Celle, die findet ihr auch in der Videobeschreibung. Also da kann man dann alles nachlesen, was wir da alles tun. Das nochmal als Ergänzung, das ist wichtig. Also nochmal, normalerweise hätten wir es, so war es angedacht, nur, so auch in der Anleitung geschrieben, nur mit dem Bund für Geistesfreiheit hier eine weitere Ortsgruppe sozusagen errichtet, die dann auch Körperschaft des öffentlichen Rechts wird. Das haben wir beantragt, das dauert aber furchtbar, furchtbar lange. Und um handlungsfähig zu bleiben, sollte man das mit der Vereinsgründung machen. Das ging relativ schnell. Also wirklich sehr schnell sogar. Und es ist nicht mal teuer, weil man beim Notar, wir haben für beides, glaube ich, zweimal 80 Euro bezahlt. Das war verhältnismäßig wenig Geld. So, und der Notar kümmert sich dann um alle anderen Sachen und dann werden es noch ein paar Kleinigkeiten geben. Das ist also nicht undurchführbar oder unerfüllbar. Und das Geld, das kann man wirklich, ist gut angelegt. Nochmal warum? Weil durch solche Vereine die private Haftung von Einzelpersonen ausgeschlossen wird. Dann haftet der Verein, aber der haftet nur insoweit, wie das Vereinsrecht zulässt. Kann man alles schön lesen. Ja, dann habt ihr später alles, dann sind Satzungen und so weiter, die könnt ihr praktisch übernehmen und abschreiben. Und ihr, die ihr die Schulen gründet,
seid dann auch handlungsfähig, ohne dass ihr erst auf lange bürokratische Hürden oder so weiter, die errichtet wurden, warten müsst. So, das war das. Ich wünsche ein schönes Wochenende und hoffe, wieder etwas beigetragen zu haben, dass wir mit der Bildung in Deutschland vorwärts kommen. Macht was, Leute, macht was. Wir müssen die Kinder besser bilden, auch wenn es länger dauert, aber gebildete Leute lassen sich nicht einfach irgendwie betrügen. Und das ist so der Hauptgrund, weshalb wir das alles tun. Natürlich auch der Kinder wegen, logisch. Aber naja, dafür haben wir schon genug erzählt. Müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Alle guten Wünsche, macht was, aber macht's gut und macht's richtig. Bis dann. Tschüss.